Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geschichten aus der Hood Teil 3 Box von Adobe Kit. Alle weiteren Informationen zu diesem Comic und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Comic und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geschichten aus der Hood Heft Nummer 3. So sieht das Ganze aus. Der Comic, wie immer, in verschiedenen Varianten erschienen. Einmal die Standardvariante, einmal die Hardcore-Variante und einmal die Box-Variante. Ich stelle euch, wie auch schon die zwei vorigen Boxen, in diesem Fall hier natürlich die Box-Variante vor. So sieht das aus. Wir haben hier so eine klassische Adobe Kit Box. Hier oben lesen wir in roter Schrift Geschichten aus der Hood, Adobe Kit Comics Heft Nummer 3. Dann haben wir hier einen Herrn, der aus einem recht ansehnlichen Wagen eine Pistole hält. Dürfte hier gerade ein Drive-By starten wollen. Und hier unten lese ich dann auch nochmal Heft Nummer 3. Ansonsten hier unten schwarz. Auf der rechten Seite zieht sich dann die Optik weiter so durch. Links ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal die Ausgabe hier, Dezember 2018 vermerkt, Premium Edition Nummer 3 und die Credits. Das Ganze ist ein Pappschuber, bedeutet, wir können das Ganze dann hier ganz easy abziehen. Jawohl. Und dann kommt uns die eigentliche Box zum Vorschein. Diese ist schlicht in schwarz gehalten mit weißem Aufdruck Adobe Kit Comics. Ansonsten auch hier nichts weiter zu sehen. Allesamt in schwarz. Das Ganze eine Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze hier seitlich auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal diverse Sticker mit dabei. Dann haben wir ein Shirt. Einmal, wie in jeder Box bis jetzt, Papes und Filtertipps. Dann hier dann nochmal ein spezielles Pape. Ein Poster. Das ist noch das Zertifikat zu diesem Spezialpape. Und natürlich dann Comic in normaler und Premium-Variante. Die Box von innen glatt weiß. Machen wir mal wieder zu. Packen wir ihn zur Seite. So, und nachdem hier diverse Sachen noch, also das Shirt und die Comics in Folie sind, werden wir das Ganze mal rausholen. So. Gut, das ist das Shirt. Dann starten wir wie immer mit dem Comic. Und zwar kommt dieser wieder in zwei Varianten. Das ist die reguläre Version. So sieht das aus, Geschichten aus der Hood. Und das ist in dem Fall dann die Premium-Variante, die es wirklich nur in der Box gibt. Und hier haben wir dann auch noch rechts unten eine Unterschrift, also hier unten rechts ein Autogramm von Adobe Kit. Gut, nachdem diese beiden vom Inhalt her gleich sind, unterscheiden sich wirklich nur im Cover, zeige ich euch jetzt in dem Fall dann diese Variante. Das Ganze kommt dann immer in so einer Folie und ist hinten dann auch noch mit einer Kartoneinlage gestärkt. Warum? Damit das Ganze hier nicht irgendwie beschädigt wird oder abknickt oder irgendwie angeknackt bei euch ankommt. Deswegen diese stärkende Kartonrückwand. Dann schauen wir mal hinein. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben auch hier wieder diesen Herrn im Wagen sitzen mit der Pistole. Auf der Rückseite sehen wir hier einen Mann, der von einem anderen Typen in den Dönerspieß gedrückt wird. Okay. Und darüber ein großer Barcode. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also wieder diverse Geschichten, die, wo haben wir sie? Jawohl. Die diese vier jungen Herren hier erleben, beziehungsweise erleben, erlebt haben und von denen sie so berichten. Also klassisch in dem Stil gehalten, wie auch schon die Vorgänger-Comics. Die Details erspare ich euch jetzt an dieser Stelle. Sonst würde das Video wieder deutlich zu lange werden. Dann haben wir mit dabei Sticker, und zwar alle Sticker, wenn ich das jetzt richtig sehe, in zweifacher Ausführung. So haben wir insgesamt vier Sticker und allesamt zweifach vorhanden, und zwar einmal diesen hier,
quadratisch mit Vorsicht V-Mann. Also ein V-Mann ist ja ein Vertrauensmann. Das sind Leute, die zum Beispiel für den Geheimdienst oder für die Polizei arbeiten und irgendwelche Informationen für die Behörden einholen. So sieht das aus. Dann haben wir diesen hier, zweifach schwarz mit silbernem Aufdruck, Geschichten aus der Hut und der Internetadresse von Adopkit. Das Ganze in schwarz, silber und kreisförmig. Kann man dann hier so ablösen. Den Kreis. Dann ebenfalls kreisförmig 31er. Also das ähnlich wie auch der V-Mann. Ein Synonym für einen Verräter nach § 31. So bei schweren Straftaten, wenn man seine Jungs oder seine Mittäter oder die Organisation, für die man tätig ist, verrät und als Kronzeuge aussagt, dann gibt es in § 31, dass man starke Strafmilderung bekommt, beziehungsweise auch mit einem Freispruch, wenn man entsprechend kooperiert. Dieser in Rot und Weiß, auch kreisrund. Und dann haben wir noch einen, beziehungsweise zweimal rechteckig, Adopkit Comics in Schwarz und Weiß. Gut, soweit zu den Stickern. Dann haben wir das hier, ein kleines Päckchen hier mit Papes und Filtertipps. So sieht das aus, schwarz und weiß. Und zwar haben wir hier 32 Paper und 32 Filtertipps. Und auf der Rückseite auch wieder hier alles gebrandet mit Adopkit. Dann etwas ganz Besonderes, was ich so noch nie in einer Box vorgefunden habe. Und zwar ist das hier so ein spezieller, ganz spezieller, eine ganz spezielle Pape-Version. Shine nennt sich das Ganze. Und hier hinten lesen wir dann 24 Karat Gold Cone Midas King Size Made with Pure Edible 24 Karat Gold. Also, man kann das Ganze dann hier aufdrehen. Das ist die Schutzkappe. Und dann haben wir hier einen vorgedrehten fertigen Satz, also einen Filter auch schon drinnen. Der ist hier so gedreht. Und dann hier wirklich komplett in dieser Goldfolie, die zu rauchen ist. Also dann kann man hier entsprechend den gewünschten Inhalt oben einfüllen, dieses Stäbchen dann natürlich rausnehmen und dann dieses 24 Karat Blattgold rauchen. Und dabei ist dann auch noch ein Echtheitszertifikat. Und zwar haben wir hier Schein und auf dieser Seite lesen wir dann Certificate of Authenticity. Also hier steht dann, dass eben dieses 24 Karat echt Gold ist, dieses Blattgold, und dass hier keine Fälschung ist. Also echt so ein Beweis, wie zum Beispiel, wenn man eine Rolex kauft, hat man auch ein Zertifikat dabei. So sieht das dann aus. Dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Dieses Poster ist einseitig bedruckt und ist vom Stil her so in so einem Retro-Design, also erinnert so an die alten Filmplakate. So sieht das aus, Geschichten aus der Hut 3. Relativ farbenfroh das Ganze, im Hochformat, Rückseite blank weiß, wie gesagt. Also einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt, so wie auch die Vorgängerboxen von Adopkit Comics, haben wir hier auch wieder ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses Shirt in weiß gehalten mit schwarzer und grüner Aufschrift. Wir lesen hier Kid, wobei neben dem noch ein Blättchen Marihuana zu sehen ist, also ein Synonym bzw. ein Bild für Dope. Darunter lesen wir dann auch wieder adopkit.com. Ansonsten hier alles weiß. Und auf der Rückseite haben wir noch diesen Totenkopf mit diesen zwei Stiften. Das ist ja das Logo von Adopkit hier als Neckprint. Also der Neckprint, der gefällt mir richtig gut. Das Ganze ist Größe L, sehen wir hier. Allerdings würde mich jetzt noch interessieren, und ich glaube, jawohl, hier unten haben wir es. Wir lesen hier einmal 100% Baumwolle und
Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt hier mit den schwarzen Buchstaben im Brust bis runter zum Bauchbereich. Dann dieses grüne Hanfblatt und darunter dann die Internetadresse edokit.com in schwarz und grün. Vom Design her kann man das auf jeden Fall tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, grün ist allerdings nicht ganz so meine Farbe. Also grün und weiß ist gar nicht meine Kombination. Der Neckprint gefällt mir hingegen wieder sehr gut. Alles in allem, aber auf jeden Fall ein gutes Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, dann diese Papes und Filtertipps, 32 Papes plus 32 Filtertipps, dann dieses Spezialpape 24 Karat Blattgold inklusive Zertifikat. Dann haben wir hier insgesamt 8 Sticker, 4 verschiedene Motive, allesamt zweifach vorhanden. So sieht das aus. Und dann die beiden Comics. Einmal hier der Comic in der Standardvariante und dann natürlich in der limitierten Box bzw. Premium-Variante. Gut. Das alles in dieser wunderbaren Box. Geschichten aus der Hood Teil 3 von Edokit Comics. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Comic bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Arbeit von Edokit feiert, falls ihr Edokit unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.